Der elektrische Stuhl ist eine ziemlich einfache Konstruktion und besteht aus Holz, Lederriemen und Elektrokabeln. Er ist eine sozusagen todsichere Hinrichtungsmethode. Ebenso grausam wie effektiv. Okay, Buddy. Vier Uhr. Selbst die härtesten Kerle unter den Gefangenen bekommen bei ihrem letzten Gang weiche Knie. Mach's gut! Ich denke an dich, Alter. Ray wusste bereits, dass er der Nächste sein würde. Doch zunächst wurde an einem anderen Mann ein Urteil vollstreckt, das der Richter und die Geschworenen gefällt hatten. Die Riemen halten den Gefangenen im Stuhl, wenn der Strom durch seinen Körper fährt. Die Binde stammt aus der Zeit der standrechtlichen Erschießungen. Heute verhindert sie, dass dem Delinquenten die Augen aus dem Kopf treten. Dann kommt die Haube und als letztes schließlich der Hebel. Strom! In ein paar Tagen würde auch dieser Mann auf dem elektrischen Stuhl sitzen. Raymond Michael Edmonston, verurteilt wegen Mordes. Es war Lee Calvins erster Fall als Strafverteidiger. Er war der Einzige, der von Rays Unschuld überzeugt war. Doch Rays Hinrichtung rückte immer näher. Nach dieser Mahlzeit würde er in seine Zelle zurückkehren, um ein letztes Mal darüber nachzudenken, was ihn hierher gebracht hatte. Und was er aus diesem Leben hätte machen können. Einem Leben, das nur noch 4 Stunden dauern würde. Tut mir leid, Ray. Ich habe alles versucht. Schon gut. Das weiß ich doch. Okay, Ray, zurück in die Zelle. 2 Zeugen wollen beobachtet haben, wie Ray den Besitzer eines Schnapsladens erschossen hatte. Aber sie hatten ihn nur von hinten gesehen und die Tatwaffe wurde niemals gefunden. Ray hatte kein Alibi. Calvin konnte nichts für ihn tun. Es ist Zeit, Ray. Ray war in den 60ern von der Schule geflogen und ging nach Vietnam. Als er zurückkehrte, hatte er keine Wohnung mehr und lebte jahrelang auf der Straße. Monatelang hatte er seine Unschuld beteuert, aber eines Tages wurde ihm klar, dass es niemanden interessierte. Er kannte nur noch ein einziges Gefühl und das versuchte er zu verbergen. Die Angst. Test! Gut. Bringt den Mann her. Oh, Junge. Schon gut, ich bin sein Anwalt. Er ist fertig. Strom. Überprüfen. In Ordnung. Und Strom. Bringt ihn wieder zurück. Wo Calvin gescheitert war, sprang das Schicksal ein. Die Hinrichtung wurde um 24 Stunden verschoben. Die Wärter konnten keinen Fehler in der Stromzufuhr entdecken. Gehen wir, Ray.
In jenem Moment, als die Stromzufuhr versagte, fand ein anderes Verbrechen statt. Und zwar ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Schnapsladen. Die Polizisten, die den Räuber verhafteten, waren dieselben, die in Rays Fall ermittelt hatten. Die Ähnlichkeit zwischen dem Verhafteten und Ray sowie die Übereinstimmung bei der Vorgehensweise des Täters machten sie stutzig. Noch ehe die Ergebnisse der ballistischen Tests vorlagen, gestand der Täter den Mord, für den Ray 6 Jahre hinter Gittern verbracht hatte. 2 Tage vor seinem 50. Geburtstag wurde Ray entlassen, um sein Leben neu zu beginnen.